rege Menge LKWs hier auf den Straßen. Und ich stehe hier auf der Autobahnbrücke, kurz vor der Rheinbrücke Neuenkamm. Da hinten sieht man hier schon diese Autobahnbrücke Neuenkamm. Und ich warte hier auf die SB30, die jetzt in Mehlenmund weiterfahren soll. Und zwar weiter in Richtung Würzburg, auf die andere Rheinseite. Nachdem die SB30 in Richtung Würzburg durchgefahren ist, und dann kommt die SB30 in der Gegenrichtung. Ich war schon über 5 Minuten. Ich sehe hier nur Autos und LKWs und gar kein Bus. Ist klar, ein Bus, nein, das ist ein LKW und noch ein LKW. Krass. Und diese Strecke hier ist bei Radfahrern sehr, sehr, sehr beliebt. Diese Route hier zwischen Hoheide und Bergheim, beziehungsweise Rheinhausen. Bromberg, Rheinhausen. Als sogar Windkraftanlage für die Solaranlage. Denn der Strom für das Verkehrsleitsystem stammt von der Energie, ist nämlich erneuerbar. Und zwar mit Solar und gleichzeitig auch mit Windenergie. Das finde ich super gut. Aber sieht nicht so aus, als ob der Bus hier. Der Bus, er fährt laut dem Fahrplan, fährt der Bus ab 17.59 Uhr ab Mörs und fährt dann über die A40 nach Wippo, und hier in Homberg kommt der Bus so gegen 18.10 Uhr oder so an. Und wir müssen schauen, ob der gegenüberliegende Bus schneller ist als der in Richtung Wippo. Da ist der Bus, da ist er. Ich hatte recht, denn zuerst kommt 30. Cool. So geht auch Bus-Spotting. Das ist jetzt 30 in Richtung Kamp-Lieford. Scheinbar hat die SB30 in Fahrtechnischen Duisburg wohl Verspätung. Verspätung. Aber ich kann ja gerne mal jetzt hier kurz sitzen und Pause machen. Das wäre auch eine gute Lösung. Jede Menge LKWs, volle Straßen heute. Jetzt gehen 18 Uhr. Scheinbar machen noch nicht viele Homeoffice. LKW-Fahrer kann ich verstehen. Sie können hier kein Homeoffice machen. Stell dir vor, ich sitze hier einfach so auf dem Boden, auf der Brücke hier, und die Autofahrer fahren jetzt automatisch viel, viel langsamer, da ich diese Kamera eingeschaltet habe. So geht auch nicht jetzt Sicherheit. Denn hier nur wenige Meter weiter hinten, und zwar in dieser Richtung, befindet sich die Kontrollstelle, und das gilt hier Tempo 40 auf diesem Autobahnabschnitt. Und fast ist ein Lichtmann natürlich nur. Und fast ist ein Fenlo. Geht 120 Tempo 100 bis zum Autobahnkreuz bis zur Anstelle Rheinhausen und dahinter 120 bis zum Kreuz Mörs und danach unbekannt. Und auf der A57 hängt das Tempolimit von dem Verkehr ab. Tagsüber geht meistens 120, aber nachmittags werden wir mal unbekannt. Unbekannt ist sehr selten, aber ist doch gar nicht selten. Kann schon mal passieren. Ich frage mich, was mit der SB30 los ist. Ich war hier um 17 Uhr. Es war hier seit 17.59 Uhr. Abfahrtszeit ab Höhe wäre 17.59 Uhr. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die SB30 nicht fährt. Wegen dem Notfahrplan. LKW oder eine Autorei. LKW, noch ein LKW. Das sind nahezu alle moderne LKWs. Was liegt daran, dass bei den neuen LKWs die Maut sehr, sehr günstig ist im Vergleich zu einem Stinker
Wie gesagt, mit so einem älteren LKW mit Euro 2, Euro 3 oder gar Euro 4 Motor, nee, oder eben Euro 4. Alle fahren sehr, sehr langsam. Ich frage mich, wann der Bus hier kommt. Autos aus allen möglichen Gegenden, aus Unna, aus Duisburg, aus Mörs, aus Essen, Düsseldorf. Aber wann kommt die erste Frage? Ich schaue kurz in meiner Social ab nach. Scheinbar laut der Öffi-App hat die SB30 gar keine, ist gar nicht verspätet. Komisch. Vielleicht hat der Busfahrer dieses System abgeschaltet. Da kann er nämlich auch. Da kann ich auch besser durch. Aber Wasserspritzer da hinten. Der Landwirt wässert seine Weide. Mit Wasser natürlich. Die Feuchtigkeit zu erhöhen. Denn in den vergangenen Tagen hat es kaum geregnet, aber und deswegen machen wir so etwas. Und im Sommer letztes Jahres war hier quasi Dürre. Sehr, sehr heiß, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Man konnte kaum noch atmen. Ich muss sogar in die Notaufnahme gehen, aber zum Glück gar nichts Schlimmes passiert. Ah. Ich dachte, oh super, ich mache jetzt diesen Busbordchen am Duisburger Fernbusbahnhof und nachdem ich mir aus dem Jahr habe ich gedacht, oh irgendwas stimmt, was ist hier nicht. Bin ich nach Hause gegangen, ganz normal. Und dann konnte ich auch noch atmen. Dann bin ich hier halber in so ein Krankenhaus gefahren und wir haben mir gesagt, dass sie nichts Schlimmes feststellen konnten. Irgendwas. Entweder ist der Bus ausgefahren oder kommt erst gar nicht.